Ich begrüße Sie herzlich im Konrad-Adenauer-Haus und möchte Sie den Verlauf der Sitzung des Präsidiums der CDU Deutschlands informieren, das heute sich intensiv mit den laufenden Koalitionsverhandlungen naturgemäß befasst hat. Wir haben aus allen Arbeitsgruppen uns Zwischenstände gleichsam berichten lassen, Konfliktpunkte, Kompromisskorridore, das laufende sozusagen Geschäft in diesen Arbeitsgruppen. Und wir können feststellen, dass, wiewohl in vielen Arbeitsgruppen noch dicke Bretter zu bohren sind, wir doch feststellen, dass die Gespräche in einem sehr guten, sachlichen und fairen Miteinander auf die Problemlösung ausgerichtet verlaufen. Wir haben erste Arbeitsgruppenergebnisse ja in der letzten großen Koalitionsrunde, vor allen Dingen aus dem Bereich der Europapolitik, diskutiert und werden das in dieser Woche im Hinblick auf die Arbeit an den Themen Wirtschaft und Außenpolitik ebenfalls tun in der Koalitionsrunde, die in der Bayerischen Landesvertretung dann zusammenkommen wird. Ausgangspunkt für die Arbeit in den verschiedenen Politikfeldern, wenn es um das Arbeitsprogramm für die nächsten 4 Jahre geht, ist die sehr gute Lage des Landes heute. Dazu gehört der Rekordwert auf dem Arbeitsmarkt. 42 Millionen Menschen sind erwerbstätig, so viel wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Jahrestief von 2,8 Millionen Arbeitslosen. All das zeigt, wir müssen diesen Kurs fortsetzen. Die Stärkung der Wirtschaftskraft unseres Landes, die Sicherung von Beschäftigung muss gleichsam der rote Faden sein, anhand derer sich auch Kompromisse zu einzelnen Gebieten finden müssen. Dazu gehört unserer Überzeugung nach eine Finanzpolitik, die diesen Wachstumskurs unterstützt, dadurch, dass sie sowohl auf neue Steuern, auf Steuererhöhungen verzichtet, als auch ein klares Nein zu neuen Schulden. Dazu gehört gleichzeitig, dass wir in allen Politikfeldern darauf achten, dass wir da, wo Investitionen die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken, wir sie in einer Weise ausgestalten, die diesem Ziel dient. Lassen Sie mich aus aktuellen europapolitischen Diskussionen heraus sehr deutlich machen, das Problem mangelnder Wettbewerbsfähigkeit in einzelnen Teilen Europas oder der Welt wird nicht dadurch gelöst, dass man die Deutschen auffordert, die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Wirtschaft zu schwächen, sondern dass alle sich gemeinsam anstrengen, bestmöglich auf den Märkten zu agieren. Und insofern ist für uns völlig klar, dass wir diese Stärke der deutschen Wirtschaft erhalten müssen. Und das hat dann Folgewirkungen für die Frage Mindestlohn. Wo immer wir uns verständigen müssen, darf dies nicht zulasten von Beschäftigung geben. Das hat eben eine intensive Diskussion auf die Energiepolitik Auswirkungen. Wir wollen, dass Deutschland ein wettbewerbsfähiger Industriestandort mit guten Industriearbeitsplätzen bleibt. Und das hat Auswirkungen auf die Fragen der Rentenpolitik oder anderer Fragen der sozialen Sicherheit, wenn es darum geht, die Lohnzusatzkosten im Blick zu halten. Und deswegen lehnen wir etwa Beitragssteigerungen bei der Rente ab. Das ist der Maßstab. Daran werden wir uns ausrichten. Und ich bin zuversichtlich, dass es bei gutem Willen aller Beteiligten gelingt, an dieser gut zu allen Volksparteien passenden, auf Beschäftigung ausgerichteten Grundlinie zu einer Verständigung zu kommen, die dann eine Regierungsbildung vor Weihnachten ermöglicht. Lassen Sie mich zu einem zweiten Thema der Präsidiumssitzung etwas sagen. Das sind die Berichte zu den Aktivitäten der NSA und den neuerlichen Aussagen von Herrn Snowden. Für uns ist sehr klar, die Bundesrepublik hat ein umfassendes Interesse am Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger. Und das meint den Schutz der Daten wie den Schutz der inneren Sicherheit vor Gefährdungen etwa durch Terrorismus. Deswegen brauchen wir im Rahmen der Zusammenarbeit mit unseren Freunden und Partnern eine Verständigung, was der Datenschutz gebietet, eine klare Zusage, was nicht geht. Wir müssen mit den neuen technischen Möglichkeiten Schritt halten durch entsprechende verbindliche Vereinbarungen. Das ist der richtige Kurs, auch dies innerhalb der für Deutschland strategisch entscheidenden transatlantischen Zusammenarbeit zu tun. Und wir nehmen mit Interesse auch die inneramerikanische Diskussion über die Verhältnismäßigkeit eingesetzter Mittel, über die richtige Balance vom Schutz der inneren Sicherheit und Schutz der Privatsphäre wahr. Das ist für uns der richtige Weg. Und Sie kennen
die Stichworte zeitnaher Abschluss eines No-Spy-Abkommens und anderes mehr, die genau darauf gerichtet sind, alsbald in dieser bewährten Partnerschaft zu verbindlicheren Verabredungen zu kommen im Hinblick auf das, was möglich und was inakzeptabel ist. Das wird unsere Arbeit in diesem Bereich auch für das, was die Koalitionsvereinbarung gegebenenfalls dazu festlegt, bestimmen. Wir haben ein Interesse an Aufklärung. Diese Aufklärung wird selbstverständlich auch im Deutschen Bundestag stattzufinden haben, wobei es dem Sicherheitsinteresse unseres Landes entspricht, Fragen der Sicherheitsarchitektur auch in der Bundesrepublik Deutschland in dem dafür vorgesehenen parlamentarischen Kontrollgremium zu erörtern. Dort wird man auch zu entscheiden haben, wie man etwa mit dem Angebot von Herrn Snowden umgeht, in Russland entsprechend zur Befragung zur Verfügung zu stehen. Herzlichen Dank.